Kampf der Reality Stars, Schiffbruch am Traumstrand kommt mit Staffel 3 bei RTL 2. Moderatorin ist auch diesmal wieder Kathy Hummels. Wir stellen Ihnen die Influencerin im Porträt vor, RTL 2 zeigt die zweite Staffel von Kampf der Reality Stars. Dabei geht es keineswegs um einen Traumurlaub am sonnigen Strand, sondern um einen harten Kampf, stolze 50.000 Euro Siegprämie winken, und der Titel Reality Star 2022, moderiert wird die Show genauer gesagt. Die Eliminierungsrunde Stunde der Wahrheit auch in diesem Jahr wieder von Model und Influencerin Kathy Hummels, 33. Als Host ist sie das Gesicht der Sendung. Wer ist diese Frau? Hier erfahren Sie es. Kathy Hummels im Porträt. Wer ist die Moderatorin von Kampf der Reality Stars, Schiffbruch am Traumstrand? Mit vollständigem Namen heißt die Moderatorin Katherine Fischer-Hummels. Sie wurde am 31. Januar 1988 in Dachau bei München geboren. In Unterschleißheim besuchte sie das Karl-Off-Gymnasium und tanzte in München als Cheerleaderin. 2007 lernte sie den FC Bayern-Spieler Mats Hummels kennen. Als der Fußballstar zu Borussia Dortmund wechselte, zog sie mit ihm nach NRW. An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften. 2015 heirateten sie und der Edelkicker, 2018 wurde ihr gemeinsamer Sohn Ludwig geboren. Kathy Hummels zeigte schon früh eine ausgeprägte Neigung zur Arbeit in und mit Medien. Ab Mai 2013 arbeitete sie als Kolumnistin des Magazins Closer, bei der Berlin Fashion Week 2013 fungierte Hummels als Reporterin für ProSieben. Im März 2015 nahm sie an der Seite des Profitänzers Marius Ipjur an der 8. Staffel der RTL-Show Let's Dance teil. Nicht sehr erfolgreich allerdings, die beiden erhielten gleich nach der ersten Runde die wenigsten Zuschauerstimmen und flogen raus. Kampf der Reality Stars Moderatorin Kathy Hummels kämpft auch für sich selbst. Als ihr vorgeworfen wurde, auf Instagram das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zu verletzen, wehrte sich die Influencerin und bekam gleich zweimal recht. Bereits 2018 gewann sie ein Verfahren gegen den Verband Sozialer Wettbewerb, der ihr Schleichwerbung vorgeworfen hatte. Später, als der Sachverhalt in nächster Instanz noch einmal vor dem Bundesgerichtshof verhandelt wurde, bekamen sie und ihre Influencer-Kolleginnen ebenfalls recht. Der BGH entschied, dass ein Produkthinweis durch Influencer nicht immer Werbung sei.